Es ist eine fantastische Erfahrung. Aber die Show bringt es auch mit sich hin, weil es einfach, es hat alles in sich. Es hat Intrigen, eine Liebesgeschichte, Kämpfen, Fechten, Spannung, Drama Sex. Zum Schluss, Sex, naja, fast, also das ist genau wie nichts noch drin. Schade. Aber nächstes Mal doch. Nächste Version. Nein, aber dadurch hat man auch immer Lust zum Spielen. Jeden Abend denke ich mir, yes, ich habe Lust, ich freue mich drauf. Und wenn das Publikum auch nur so reagiert, dann hat man wirklich einen unglaublich schönen Abend verbracht. Selber auch. Lady de Winter ist ja nun eine Frau, die man nicht unbedingt als Mann an seiner Seite sich erträumen kann. Da hat ja der Athos auch von geglitten. Ich rede von Lady de Winter. Ich rede nicht von mir aus. Das würde ich sagen, hallo. Ja, ich meine, der Athos hat ja da so seine schlechten Erfahrungen gemacht. So konnte man es bei Alexander machen. Selber schuld. Auch der Richelieu ist ja nun nicht wirklich der Traumcharakter für jede Frau. Ich meine, Traumrolle schlechthin, stimmt's, Uwe? Absolut, das ist, glaube ich, hat jeder kann den Musketier spielen, aber wer kann den Kardinal spielen? Genau. Also, niemand so tolle Kostüme drin. Die Farbe rot, sag ich nur. Das Schöne ist,